Shalom, Freunde. Shalom, ich hierhin. Wir sind die Survival Masters. Echt? Das wisst ihr vermutlich. Im Gegensatz zu sonst sind wir heute mal sehr sparsam unterwegs. Wenn auch ihr sparsam unterwegs sein wollt, zum Beispiel mit eurem E-Scooter, weniger Stromverbrauch, gleich mehr Reichweite, dann bleibt auf jeden Fall dran. Denn man kann immer viel Strom sparen. Deswegen habe ich alle meine Lampen ausgebaut und heize und mache jetzt nur Licht mit Kerzen. Keine Lampe an der Decke. Ich war seit 3 Jahren, habe noch keine Lampe hier reingemacht. Ne? Das ist, kenne ich. Kenne ich. Ja. Kein Geld für. Alexa, aber wer sind die Survival Masters? Darauf habe ich keine Antwort. Verdammt. Wir sind zurück zu unserer altbekannten Webseite. Und Ewold hat uns gefragt schon mehrfach, können wir noch mehr Reichweite aus dem Scooter rauskitzeln? Vielleicht auch ohne Zusatzakku, dass man da mal wirklich die 30 Kilometer schafft. Tatsächlich funktioniert das. Wir haben es ausprobiert. Wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt, Reichweiten-Test oder so, könnt ihr noch gerne mal eins machen. Wir haben aber knapp durch die Einstellungen, die wir vorgenommen haben, so 3, 4, 5 Kilometer rausgekloppt. Ne? Also das ist einiges. Das ist recht, wenn man bedenkt, dass 3, 4 Kilometer mehr als 2, 3 Kilometer sind. Ihr büßt natürlich da ein bisschen an Beschleunigung ein, aber ihr kommt damit natürlich weiter. Jetzt ist die Frage: Beschleunigung, Reichweite, Beschleunigung, Reichweite, Beschleunigung, Reichweite. Ja, die Beschleunigungsvideo haben wir letztens erst gemacht, wie ihr die maximale Leistung rausholt. Ist vielleicht interessant, wenn man sowieso sein Akku nie leer fährt, weil viele Leute fahren mit dem E-Scooter so maximal 5 Kilometer oder so. Und dann Schule eben so, ja. Ja, dann ist das vielleicht ganz interessant. Ja, wir fangen mal an. Machen wir wieder den altbekannten. Der ist natürlich die Frage, könnt ihr ihn auch rauslassen? Ich meine, wir sind jetzt bekannt für schneller machen, deswegen lassen wir ihn jetzt mal drinnen. Ja. Aber wenn ihr natürlich noch mehr sparen wollt, dann fährt ihr in normalen Modus. Eben. Das ist eigentlich auch egal, weil ihr könnt theoretisch, selbst wenn der Brake aktiviert ist, müsst ihr ja nicht drin fahren. Ne? Genau. So, Remove Charging Mode. Wie immer, kennt ne? Aber letztes Mal auch schon erklärt, das ist alles Socken. Genau. Socken. Jetzt kommen wir aber nicht Thema Socken. Nicht Socken. Wir haben jetzt hier einen Peak von 700 Watt. Das bedeutet, dass die Spitzenleistung, die der Scooter bringt, 700 Watt ist. Normal, nee, Vollgas gibt dann. Normal ist aber eher 350 Watt. Der kann auch nicht mehr als 700 Watt. Wenn wir das jetzt allerdings ein bisschen zurückstellen. Richtig. Das hier auch nochmal ein bisschen zurückstellen. Und den auch nochmal ein bisschen. Den auch nochmal ein bisschen zurückstellen. Machen wir mal so, das auf 15. Dann haben wir auf jeden Fall eine deutlich sparsamere Fahrweise. Machen wir auf 16. Machen wir auf 16. 16, okay. Dann sind wir schon mal 9 unter dem Standard. Drive sind wir 6 unter dem Standard und Eco sind wir, glaube ich, 3 unter Standard. Ne, macht einiges aus. Also ihr merkt das in Beschleunigung vielleicht ein bisschen, aber wenn ihr lange Strecken geradeaus fahrt, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Das könnt ihr uns ruhig glauben. Jetzt kommt natürlich mit der High Power kommt auch der mehr Power. Und too much genau. Power ist High Power gut. Kommt high Verantwortung. Deswegen machen wir das alles mal ein bisschen runter. Was ist hier im Drive-Modus? Machen wir das mal so. Machen wir mal 35 Ampere. Das ist aber standardmäßig, glaube ich. Oder? Das war gerade standardmäßig. Stimmt. Das stimmt. Ist doch standardmäßig. Nee, das war ja gerade oben mit 35 Ampere. So. Max Speed. Lass mal. Ja, ist die Frage, ne? Das ist jetzt wirklich die Frage. Wollt ihr die Option haben, dass ihr auch noch schnell fahren könnt? Oder wollt ihr einfach nur langsam von A nach B? Also, was heißt langsam? Ihr habt ja immer sparsam noch den Brake-Trick drin. Also ich würde sagen, den standardmäßig auf 22, genau wie den. Würde ich auch und sagen. Einfach mal den normalen, den Drive-Modus, auf das Niedrigste. Dann könnt ihr wirklich dann nochmal sagen, ich muss noch meinen letzten Kilometer rauskloppen. Dann fährt ihr halt auf den Drive-Modus. Und das hat mich schon mal gerettet. Tatsächlich. So, hier machen wir auf Brake. Ne? Ihr wisst ja, Bremse kurz, Bremse ziehen. Gedrückt, also gezogen halten, Scooter starten, Roller ist entdrosselt. Sollte 33 km/h schaffen, mit den Settings. Kann man machen. Kann man machen, ist okay, ja. Hier, das ist nur wieder beschleunigt, so ist eine gleichbleibende, vernünftige Beschleunigung, ist auf jeden Fall am motorschonendsten. Motorstart-Speed würde ich nicht unter 4 gehen, 4 ist für mich okay. Hier, das kennt man ja, no cares. Jetzt natürlich die Frage, wollen wir die maximale Reichweite rausholen? Sollte man da die Energierückgewinnung drin haben? Das ist immer die Frage, kommt immer darauf an, welche Strecken man fährt. Wenn man eben viel
kurvenreiche Strecke fährt, dann kann man natürlich mit dem No-Cares arbeiten, indem man einfach schon vorher Gas loslässt und dann die Batterie ein bisschen auflädt. Das ist natürlich dann vorausschauendes Fahren. Deswegen, ja, aber das ist halt wieder so eigentlich auch unnötig zum Teil. Weil wenn ihr No-Cares nicht anhabt, so wie jetzt hier, und ihr geht vom Gas, dann bremst euer Scooter so aus, hat zwar ein bisschen Energierückgewinnung, aber ihr kommt als Beispiel 10 Meter noch weit. Wenn ihr das aus habt, dann habt ihr keine Energierückgewinnung, aber der rollt noch ganz der Ecke weiter. Deswegen, also ich würde es tatsächlich rausmachen. Wie ich sagen, ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Können wir natürlich nicht zu 100% sagen. Wenn da Leute von euch sogar schon Erfahrungswerte damit haben, gerne in die Kommentare, dann hilft uns immer sehr, wenn ihr uns auch ein bisschen hilft. Das ist sicher so, weil wir haben schon viele Kommentare gelesen mit, jo, macht man das und das und das ist dafür. Wir wissen ja auch nicht alles. So, doch, hier Brake Light auf Default. Das ist jetzt wichtig, das macht ihr auf 0 und das klickt ihr an. Wenn ihr das nicht macht, dann ist euer Scooter die ganze Zeit am Blinken. Also, wenn ihr vom Gas geht, wenn ihr Gas gebt, dann unnötig, brauchen wir uns nicht weiter unterhalten. Brauchen wir nicht machen. So wie das jetzt, ihr habt es ja auf jeden Fall richtig. Cruise Control würde ich machen, 5 Sekunden ist perfekte Zeit. Ihr habt 5 Sekunden lang die gleichbleibende Geschwindigkeit. Und dann geht dann macht euer Scooter piep. Haben uns viele im Reichweiten-Test gefragt, warum piept euer Scooter denn zwischendurch mal? Der ist kaputt. Nein, der ist erschrott. Das ist, wenn der Tempomat aktiviert wird. So, hier, Advanced. Das war so fast. Das war kein billiger Gameboy-Joke. Ja. Kann man es so lassen? Hier Wheel Size. Machen wir noch ein Video zu, was da damit aussieht. Ob das schon draußen ist? Vielleicht ist kann sein, dass wenn Wheel Size schon draußen ist. Dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir produzieren 10 Videos am Tag und hauen dann irgendwann so raus. Nein, wir haben schon Zeit, aber ich muss arbeiten und ich habe da noch, muss da noch putzen. Okay. So. Wie beim letzten Mal auch, schicken wir euch beides in die Beschreibung. Einmal für den Hacking Utility und einmal für den Companion. Companion ist iOS, Hacking Utility ist Android. Zerze. Kennt man ja, ich glaube, das haben wir hier fertig, Freunde. Das ist ein guter Companion. Oh. Alles fort. Okay, mach ich gleich nochmal fertig, Freunde. Jedenfalls, auf jeden Fall. Euch in die Beschreibung. Was gibt es noch zu sagen? Alle Kanalmitglieder bekommen von uns Sticker zugeschickt. Ihr müsst einfach nur. Also, wenn ihr welche haben wollt. Kann natürlich auch sein, dass ihr Kanalmitglieder haben wollt. Ich sag so, also, wir müssen uns was überlegen für die Kanalmitglieder. Ja, da haben ein paar Leute nachgefragt. Wir haben das jetzt mal aktiviert. Und das kann nicht sein, dass man einfach nur dann so Kanalmitglied ist. Man muss ja irgendwas dafür kriegen. Wir lassen uns noch ein paar Sachen einfallen. Schreibt auch gerne mal eure Ideen in die Kommentare, was man für Kanalmitglieder machen könnte. So über den Döner kaufen, ich weiß es noch nicht. Also, wir haben jetzt Sticker bestellt, die sind noch nicht da, dauert natürlich ein paar Tage, bis die ankommen. Die kriegen die Kanalmitglieder, wenn sie mal nach Hause geschickt. Wenn ihr Kanalmitglied seid, schickt euch uns einfach bei Instagram oder so ein Foto davon, von eurem Namen. Wir sehen das ja, ob ihr Mitglied seid oder nicht. Und Adresse und dann kriegt ihr so ein paar Sticker nach Hause. Kein genau. Schaden. Vielleicht noch einen Döner, aber ich glaube, bis dann. Wenn wir uns mal sehen, kriegt ihr auf jeden Fall einen Döner. Und sprecht uns an, dann kriegt ihr den Döner ausgegeben. Alles klar. Ja, würde ich sagen, was. Bis zum nächsten Mal, Freunde, ne? Kann man machen, oder? Kann man sagen, ja. Falls ihr noch Fragen habt, irgendwelche Anregungen, andere Videos, was wir machen. Das wissen die Leute ja. Die schreiben ihre Ideen in die Kommentare. Die schreiben ihre Fragen. Das wissen die Leute. Wir sind ja nicht bei Apothek. Okay. Ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende. Auch wenn wir heute Montag haben. Bis Mittwoch. Ach ja. Bis zum nächsten Mal.